Vor der Wahl in der Türkei am Sonntag hat einer der Herausforderer von Präsident Erdogan aufgegeben. Muharrem İnce zieht seine Kandidatur zurück. İnce war in letzten Umfragen auf nur knapp 2% gekommen. Seine Stimmen dürften jetzt zum Großteil an Kemal Kılıçdaroğlu gehen. Er gilt als aussichtsreichster Erdogan-Herausforderer und könnte schon im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit und damit einen Machtwechsel erreichen.